Fußball 2000, wir sind wieder da, Marvin ist da, Tore sind da, Gäste sind da, ich laber gar nicht viel, Stage is yours, Moss. Und du bist so viel mehr. Farbe schwarz-weiß, Staatsfeind, da für dich seit Tag 1 bis zum Und Tod. Und du bist so viel mehr. Als man auf den ersten Blick sieht, auch nach Jahren ist mein Herz noch verliebt. Du bist so viel mehr. Religion, Gegensätze, Adler bist du lebenslänglich, yeah. Und wir fliegen durch Europa. Fußball 2000, wir sind endlich wieder da nach dieser Woche, nach diesem wunderbaren Spiel gegen Hoffenheim. Aber ja, links neben mir sitzen zwei Gestalten. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wer seid ihr überhaupt? Stellt euch mal vor. Ja, wir sind die Assis mit Herz aus Frankfurt. Ja. Auch schon sehr, sehr lange unterwegs. Mittlerweile zusammen 17 Jahre. Und ja, wir wollten ja schon länger mal bei euch zu Gast sein. Ich glaube, seit drei, vier Jahren wurde geschrieben. Ja. Ja. In einer Zeit vor Corona hatten wir mal geschrieben. Ja. Siehst du mal, und endlich hat es geklappt. Deswegen schön, dass ihr da seid. Vielen wir Dank. Reden heute ein bisschen Vielen über die Eintracht, babbeln so ein bisschen, wie die Situation gerade ist. Und Basti, ich fange mit dir mal an, denn du warst in Hoffenheim. Du hast, muss man schon sagen, eine herausragende Atmosphäre mitbekommen. Und irgendwie fühlt sich so ein bisschen wie Restart an. Die Eintracht gewinnt in einer souveränen Partie. Sag mir deine Gefühle. Geht's dir wenig besser? Bist du regeneriert? Nee, tatsächlich ist zum ersten Mal in dieser Saison meine Stimme verschwunden gegangen. Und das ist wirklich ein gutes Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen, dass meine Stimme im Arsch ist. Für mich hat es sich fast wie ein emotionaler Saisonstart angefühlt, weil die Eintracht wirklich geil in dieses Spiel gekommen ist. Weil endlich mal, anders als beim letzten Hoffenheim-Spiel, wo man fast schon traumatisiert nach Hause gefahren ist. Wir reden ja heute noch über das Spiel. Heute reden wir noch über dieses Spiel, wo auch, da waren sogar fast noch mehr, glaube ich, letzte Saison da. Aber auch wieder hier über 10.000, du hast das halbe Stadion in Frankfurter Hand. Die Stimmung war überragend und das Spiel hat diesmal dazu gepasst. Und das ist wirklich was, was mich wirklich angezündet hat und auch euphorisiert nach Hause hat fahren lassen. Weil es hat sich so, wie gesagt, so ein bisschen angefühlt, so ey, auch der Emotions... Körper ist in die Saison gekommen. Reaktiviert. Ja, reaktiviert. Der war ja nur tot. Also der war ja nicht ganz tot. Ja. Der ist ja nie ganz tot, aber der ist jetzt wieder Hast du auch das Gefühl, dass es gerade so ist, dass du sagst, ja, irgendwie, wir sind ja schwierig in die Saison gekommen. Ne? Auch die Ergebnisse waren gar nicht so schlecht. Ne? Aber es ist natürlich, waren so ein Mittelfeld der Tabelle. Aber trotzdem muss man sagen, ist das jetzt so, dass der Motor, wo du sagst, okay, jetzt geht's richtig los? Ich hoffe, das war der Wendepunkt. Man sagt ja immer, dieser Wendepunkt, wann kommen die? Ich kann es ja schon gar nicht mehr hören. Aber ich hoffe, also man hat immer das Gefühl gehabt, wir haben eigentlich schon eine gute Mannschaft. Mhm. Das war ja nie so, dass wir gesagt haben, also zumindest ich, dass ich gedacht habe, ey, das sind nur Pflaumen und wir werden die Saison komplett abkacken. Mhm. Sondern, ne, wie sie immer so schön gesagt haben, die müssen sich finden, bla bla bla. Mhm. Aber es ist halt tatsächlich so, ne? Jeder, der Fußball spielt, weiß, wie es ist, wenn man mit 11 Fremden spielt. Sehr gut, ist so, weiß, ja. Nein! Nein! Sorry. Ja, aber es ist so, ja, dass man dann wirklich weiß, so, die Leute müssen halt auch ihre Laufwege erst kennenlernen. Und man hat so langsam das Gefühl, es könnte jetzt so der Punkt sein, wo die so ein bisschen eingespielt sind, aber da ist auch noch Luft nach oben. Ja. Und das lässt mich in die Zukunft blicken mit einem lachenden Ich finde es total spannend, dass du sagst, da ist noch Luft nach oben. Denn ich muss ja sagen, trotzdem, wenn wir nur die erste Halbzeit nehmen, dann war das natürlich schon mal noch mal eine andere Eintracht. Und ehrlich gesagt muss man sagen, die letzten Entwicklungswochen waren ja auch, es ging ja nach oben. Es ging ja auch, Saloniki zwar verloren, aber trotzdem eigentlich nicht schlecht gespielt. Dann gegen Heidenheim auch endlich mal ein bisschen dominanter gewesen. Wer ist denn da für dich gerade so, auf den du ganz genau guckst? Hast du so ein paar Spieler, wo du sagst, ach, deren Entwicklung verfolge ich ganz genau? Ja, also klar, Larsson guckt man sich ganz genau an. Ja. Ich meine, der Junge ist 19. Der ist 19 und wie absurd das ist, absolut. Dass niemand darüber spricht, dass der einfach in Startelf, wie so ein 19-Jähriger, ist halt einfach so. Ich meine, wie oft wurde jahrelang vorher dann gesagt, wenn wir aus eigenen Reihen jemanden hochgezogen haben, sei es jetzt ein Stendera oder halt auch ein Barkok, ey, der ist erst 19, lass dem die Zeit und alles. Mhm. Und dann holst du dir halt so ein Talent, wo wir lange drum gebuhlt haben und den haben wir jetzt endlich bei uns am Start und der steht in der Startelf. Also ist gesetzt, fertig, der ist da, Punkt. Niemand redet darüber, ne? Nein. So nach dem Motto, ja gut, wie als wäre der 2 Jahre schon da irgendwie. Ja. Also Larsson ist schon ein ganz, ganz schönes Wunder, muss man sagen. Ja, ihr habt es angesprochen, wir haben ja diese Entwicklung auch begleitet, zu sagen, ey, das Fundament hinter dem Sturm stand ja schon überraschend gut. Ja. So, also quasi die Abwehr hat sich gut eingespielt, wir haben wenige Gegentore kassiert. Du hast mit Skiri und Larsson zwei, die sich ziemlich schnell gefunden haben, schneller als man das hätte erwarten können, weil es halt auch neue Spieler sind. Du hast ja gesagt, man kennt es ja, wenn so neue Spieler zusammengewürfelt werden, dauert es normalerweise länger. Das hat die Eintracht ja auch die Saison, auch in den Spielen, wo man halt nur unentschieden gespielt hat, auch schon gut gemacht. Es hat dann vorne gefehlt, aber ich finde, dass man jetzt in Hoffenheim gesehen hat, dass die Eintracht sich darauf eingelassen hat, halt alternative Lösungen zu finden. Ja. Du hast halt einfach irgendwie rechts auf der Seite ein neues Dreieck gebildet, wo wirklich zwei Tore draus entstanden sind durch Kombination. Und du musst es jetzt halt auf diese Art und Weise machen, dass halt Knauf den Ball reinrutscht, dass Marmoush eiskalt vom Tor ist, dass du es quasi so regeln kannst. Und ich finde, wenn man das sieht,
dann weiß man auch, okay, die Entwicklung hinten stimmt und vorne fehlt halt vielleicht dann noch eine Stimme, dass du an diesem Tag noch beruhigter sein kannst. Aber am Endeffekt zeigt sich dieser positive Trend, den du in den meisten Mannschaftszeilen eh schon hattest. Aber das ist dieses Glück, was man jetzt auch braucht. Das ist dieses Glück, was man jetzt auch mal braucht. Weil wenn wir jetzt mal Schickli nehmen, ne, als Beispiel. Wirklich, er steht wirklich immer vorm Tor so. Das heißt, du hast eigentlich die Chance, links oder rechts rein, den Ball reinzumachen. Und er kriegt ihn nicht rein in den letzten Wochen. Und jetzt bei seinem Tor war ja wirklich der Winkel sehr, sehr kurz. Und da geht er endlich mal rein. Und das sind genau die Dinger, die wir mal brauchen. Ja, wie er schon sagt, dann mit Knauf oder beim Schickri, der dann einfach mal den Ball auch reinbekommt. Und genau das ist wie durch dieses Glück, was wir jetzt auch mal auf unserer Seite haben. Das ist, was du sagst, das ist das Glück auf unserer Seite, aber natürlich auch erarbeitet. Denn du hast es auch angesprochen, ne? Die drei, die jetzt da vorne wirbeln. Ja? Chaibi, dann hast du Knauf. Und dann ist es natürlich aber auch so, dass Mamouche, über den wir gar nicht so viele Worte immer verlieren, aber der hat sich auch schon gut eingefunden. Ne? Ich meine, das ist jetzt für den auch eigentlich ein neuer Verein. Und trotzdem ist er so, der ist so virulent im Offensivspiel, muss ich sagen. Und ich, ganz ehrlich, na klar, ich habe es bei euch schon in 1000 Chatgruppen reingeschrieben. Ich freue mich so, dass Knauf jetzt endlich mal wieder zurückkommt und dass er wieder da ist. Sympathieträger, von dem ich auch denke, wenn er jetzt das beibehalten kann, dann wird das noch richtig gut. Wieder richtig gut, oder? Ja. Also als er damals schon immer gespielt hat, so, das war immer, er war immer so, er hat immer schon rausgestochen so ein bisschen, ne? Obwohl die schon eine gute Mannschaft hatten. Also dafür, dass er so jung ist. Fand ich immer so, der ist schnell und der hat Bock. So, ja, von Dortmund 3, ne? So, kann er irgendwie rein, muss er nicht so, okay, krass. So, weißt du? Ja, genau, ja. Ja, und deswegen habe ich dann gedacht, wo ist er denn eigentlich? Ne? Mhm. Dass er jetzt wiederkommt und jetzt auch das Tor noch macht, das gönne ich ihm von Herzen. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch so, ne, dass du halt bei allen irgendwie siehst, dass sie auch ganz gerne zusammenspielen wollen. Guck dir diese Tore an. Ne? Ich sage, One-Touch. Wir haben es geguckt. Gesagt, ne? One-Touch wir konnten das Spiel leider nicht gucken. Wir waren in Laten bei einem Kids-Workshop. Und wir konnten das Spiel nicht gucken und Eintracht TV nicht funktioniert, weil es war einfach, da gibt es kein Internet, glaube ich, gefühlt so, weißt du? Und willkommen in Deutschland. Deutschland. Nee. Tatsächlich. Deswegen haben wir dann abends im Hotel. Telekom, ey, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich hatte eh auf dem Handy, weißt du? Ja, okay, da gibt es so gar nichts. Okay. Naja, und am Ende des Tages haben wir es halt dann abends irgendwie im Hotel über WLAN die Highlights gucken können und da dieses eine Ding, wo wir so, One-Touch Habibi, so wirklich wie Futsal, weißt du, so tak, 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 tak. Und er spielt nochmal rüber, wir denken, mach doch, dreh dich, schieß doch, und nein, er spielt nochmal rüber und dass es dann auch noch gekrönt wird. Wenn das nicht reingeht, dann ist es so dieses, wollen die mich jetzt verarschen, schieß doch mal. Aber ich finde es total spannend. Genau, ich finde es ganz spannend, weil ihr beschreibt diese Lust am Fußball und ich glaube, die Lust am Fußball haben wir jetzt am Samstag echt mal wieder gemerkt, ne? Ja, weil, ihr habt schon angesprochen, weil halt auch trotz dieses holprigen Starts, muss ich sagen, weil du hast am Anfang schon aufgezeigt bekommen, oh, der eine macht die Chance nicht und im Gegenzug kriegst du halt wirklich auf gute Art und Weise eigentlich dann das Gegentor. Ja. Normalerweise hätte das auch alle Zutaten gehabt, dass es wieder halt, obwohl die Eintracht gut ins Spiel gekommen ist, in die andere Richtung geht. Ja. Du hattest ja eigentlich Pech am Anfang. Ja, natürlich. Du musst 1-0 führen und kriegst direkt im Gegenzug, kriegst du von einem Mittelstürmer dann das Gegentor. Normalerweise hatte das wirklich alle Zutaten, dass es schief geht, aber die Eintracht hat sich nicht beirren lassen. Und die Eintracht hat mittlerweile eine Stabilität, was den Spielaufbau betrifft, der anders ist. Also die Stabilität ist anders, die ist irgendwie gefestigter und das war die ganze Zeit schon so. Und diesmal hast du es halt geschafft, eiskalt zu sein. Was du halt sein musst, wenn du es vorne, und dabei bleibe ich auch, halt niemanden hast, der ein absoluter Abschlussstürmer ist, sondern da musst du es auf mehrere Schultern verteilen, das haben wir die ganze Zeit gesagt. Das hat die Eintracht hier geschafft und ich glaube, das ist wichtig für die Mannschaft zu wissen, dass das möglich ist. Und trotzdem, bei aller Feierei bleibe ich dabei, wenn vorne einer steht, der einen Abschlussstürmer ist. Kriegst nicht los? Ja. Ich habe es echt probiert, liebe Leute. Nein, Leute. Aber das ist positiv gemeint, weil im Endeffekt hat die Eintracht noch ein paar Eisen im Feuer. Ja. Weil alle Tore, die wir geschossen haben zum Beispiel, sind auch aus dem Spiel herausgefallen. Ja. Das heißt, du hast Standardsituationen, hast du noch, wo du darauf zugreifen kannst und du wirst irgendwann noch einen Abschlussstürmer haben. Und bis jetzt quasi, ich habe es immer mit Gewichten joggen genannt, momentan in dieser Phase, wo du mit Gewichten joggst, weil du es an gewissen Stellen schwerer hast. Du hast noch keine Standardtore und du hast noch keine Mittelstürmertore und schaffst es trotzdem, so geil zu spielen. Und das ist quasi der positive Spin, den du aus dieser Situation drehen kannst, dass du sagen kannst, ey, wenn wir es jetzt schaffen, die Tore auf mehrere Schultern zu verteilen, irgendwann kommen Standardsituationen dazu, irgendwann kommt ein Stürmer dazu, dann ist das eine brutale Mannschaft. Weil ihr habt die einzelnen Spieler schon angesprochen. Ja. Ich muss jetzt hier auch nochmal William Pacho ansprechen. Ja. So, dass du sagst, ey, dieses ganze Konstrukt besteht auch aus Einzelteilen, die richtig geil sind. Auf jeden Fall. Liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare, welcher Spieler euch am besten gefallen hat. Einfach nur mal so ein Bild. Du hast ja gerade dieses wunderschöne Bild gezeichnet, dass die Eintracht mit Gewichten joggt. Aber wenn du länger mit Gewichten joggst, bist du auch natürlich muskulöser. Ja? Und das ist natürlich auch etwas, wo wir sagen, diese Stabilität auch in der Defensive, die du eben mit William Pacho angesprochen hast, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, ich habe ein bisschen Angst, dass der vielleicht im Winter schon weg ist, wenn sich irgendeiner, Innenverteidiger, was weiß ich, bei einem absoluten Top-Verein irgendwie verletzt und dann kommen 40 Millionen Angebote.
Angebot oder so, weil das ist ein Spieler, das hätte ich nicht gedacht. Wir sind die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren. Ne? Das ist schon herausragend und da trägt er einen richtig großen Teil dazu bei. Hättet ihr gedacht, dass das so schnell geht? Also, dass die ganze Abwehr sich so schnell findet, hätte ich nicht gedacht. Ja, ihr dürft nicht vergessen, das haben wir auch gesehen, Robin Koch läuft als Kapitän auf. Ja. Nach wie vielen Wochen? Der ist seit gefühlt 3 Wochen hier. Auf jeden Fall. Läuft als Kapitän auf. Ich meine, gut, es gab niemanden anderen mehr. Kevin Trapp war nicht da. Aber trotzdem, das muss man halt sich überlegen, dass man auch sagt, hey, ich nehme auch die Verantwortung. Das ist genau der Punkt. Und nach so wenigen Wochen bin ich voll da und übernehme die Verantwortung, dieses Team dann auch in Hoffenheim zu führen. Ja. Also von daher, dass diese ganze Abwehr sich so findet, auch tut er. Also der eine Pass, wir haben es in den Highlights gesehen, den er dann überspielt hat. Den Chip da. Den Chip, den er gemacht hat. Den hätte er vielleicht vor ein paar Monaten wieder nicht sich getraut. Und vielleicht hat Topmöller dann einfach auch mal gesagt, hier, das, wir wissen, dass du das kannst. Ja. Ja, du, ich meine, der spielt auch brasilianisch, wenn er will, wahrscheinlich im Training. Traut sich vielleicht in den Spielen nicht so, der darf es vielleicht auch manchmal nicht. Mhm. Aber dann hat er diesen Chipball gespielt, ja, wo man einfach auch gesehen hat, so, ey, der kann auch Fußball spielen. Ja? Und dass die Abwehr sich dann so zusammenfindet in der kurzen Zeit. Ja. Respekt. Also wir sehen Learnings auf jeden Fall aus dem Spiel. Finde ich total spannend, dass die Eintracht auf der einen Seite aufgehört hat, Flanken ins Nirvana zu kicken. So, ja. Das Wichtigste und Gute war von Gral, du hast ihn eben ja schon angesprochen, mit seinem Assist direkt nach vorne, ja, der dann zum 1-1 geführt hat. Aber ansonsten nicht kein Flankenspiel, sondern wirklich durchschnicken. Dieses Kombinationsspiel, wirklich wieder eine schöne Fußballästhetik an den Mann zu bringen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Unnötige vergessen und gleichzeitig aus dieser geschlossenen, guten Defensive wieder zu Chancen kommen. Im Endeffekt haben die ja 15 Torchancen gehabt, das war gar nicht so schlecht. Du wolltest gerade was sagen, ich hab dich. Nee, ich hör dir zu. Ich wollte eine Sache erwähnen, ich weiß nicht, ob ich es schon vorwegnehme jetzt, aber ja, ich meine, dieses ganze Konstrukt baut gerade gefühlt ohne Götze auf. Das ist richtig. Das finde ich dann schon beeindruckend. Ne? Das war ja ganz am Anfang der Saison, habe ich auch irgendwie gelesen, dass Topmöller oder vielleicht auch Krösche sich so ein bisschen gedacht haben, wir bauen das ganze Team auch so ein bisschen um Götze auf, ne? Um Trapp, Götze, dass du einfach diese Achsen hast. Was logisch ist. So ja, klar. Was ja auch normal ist, absolut, ganz ehrlich. Ich meine, wir haben hier einen Mario Götze an Land ziehen können. Ne? Wer hätte das vor 5 Jahren gedacht? Und jetzt stehst du da und spielst in Hoffenheim so ein Spiel, da ist an Götze nicht zu denken, auch an Kevin Trapp nicht. Jens Kral hat das überragend gemacht. Genau. Und das muss man sich überlegen, dass diese zwei Achsen, auf die man eigentlich dann wirklich am Anfang gebaut hat oder dachte, dieses Team wird drumherum gebaut, die waren überhaupt nicht, von denen ist überhaupt keine Rede. Was vielleicht aber auch in dem Sinne gar nicht so schlecht war, weil dann die Jungs einfach gesagt haben, hey, jetzt stehen wir in der Verantwortung, wir müssen jetzt übernehmen. Und das haben sie dann auch auf den Platz gebracht in Hoffenheim. Finde ich einen sehr guten Punkt. Denkst du, dass es dann jetzt schon fast ein bisschen schwierig wird, für Götze da wieder reinzurücken? Oder formulieren wir das positiv, ist es ein sehr guter Ansporn zu sehen, scheiße, die Jungs kriegen das auch ohne mich hin. Ich muss mal wieder ein paar Prozent draufpacken. Ich sehe das ja so, weil Sport lebt ja von Herausforderungen. Ja. Und wenn du weißt, du spielst eh so, dann ist es nie was Gutes. Ja. Von daher ist es immer, wenn du dich im Training reinschmeißen musst, in jeden Zweikampf, und der Trainer sieht das, und wirst dann mit belohnt, ne? Mit, wie wir auch gesehen haben, auch das komplette Gegenteil, auch mal mit Nicht-Nominierung, genau, weil du dich im Training nicht reinschmeißt. Ja. Genau, da muss es hingehen. So, ne? Ich trainiere selbst eine Jugendmannschaft, wo mein Kleiner spielt, und bei BSC Schwarz-Weiß. Ah, auch schön. Und, ja, das waren unsere Erzfeinde früher. Ja, die Erzfeinde. Okay. So ist es. Deswegen sitzen wir nicht an einem Tisch. Ja, und natürlich, da ist auch so, ne? Wer dann halt ist, und guck mal, wie das schon ist. Ja, die sind jetzt 8, die Kleinen. Aber da sagen wir auch, guck mal, wenn du zweimal nicht zum Training kommst, dann spielt natürlich der zweimal beim Training war. Ja. Ne? Und das ist ja das Belohnungssystem. Und so funktioniert das nun mal. Auf jeden Fall, schreibt mal in die Kommentare, lieber Schwarz-Weiß oder Bonham. Ich bin gespannt, welche Fronten auf hier sich auftun. Ja. Eintracht Schwarz-Weiß. Welche Farben hat nochmal Bonham? Basti, wie ist es für dich? Natürlich ist es jetzt auch wichtig gewesen und essentiell, dass wir eine Möglichkeit finden, gut zu performen, auch ohne Götze. Ja, ich meine, es sieht jetzt alles gut aus, er wird auch bald wieder da sein. Aber das Spielerische war ja auch echt ganz schön. Glaubst du, dass er sich sofort wieder einfinden wird? Oder glaubst du tatsächlich, dass das jetzt so eine Formation ist? Vielleicht mit Knauf, vielleicht mit Shaibi, vielleicht auch mit Marmoush, wo er sagen muss, da muss ich auch erst wieder rankommen? Ich glaube, wir haben genug Spieler, dass wir der Frage ausweichen können. So, dass du quasi diplomatisch du das wieder machst. Ja. Nein, weil ich wäre jetzt auch vorsichtig. Ja. Weil am Ende ist es immer noch Mario Götze, es ist immer noch Kevin Trapp, es sind immer noch Spieler, die wir gebrauchen können. Und Ansgar Knauf ist meiner Meinung nach trotzdem momentan auf einer Position, wo ich ihn eigentlich nicht sehe, sondern wo man halt viel flexibler ausprobieren kann. Das ist ja genau diese Flexibilität, die wir wollten. Ja. Aber Flexibilität heißt halt auch, dass du oft wechselst. Und für mich ist Mario Götze ein absoluter Startspieler. Auch wenn das Momentum jetzt vielleicht nicht für ihn spricht, weil er jetzt 2 Wochen raus war und auch bei den Auftritten, die er vorher hatte, nicht so glücklich agiert hat. Das ist richtig. Man muss halt aber trotzdem aufpassen, dass man ihn jetzt nicht wegredet, weil für mich bleibt er ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Und für mich kann er eigentlich
dieses Level, was wir gerade haben, noch mal auf Next Level heben. Dass man sagt, man verfestigt vielleicht diese Abläufe, die da sind und guckt halt einfach, dass der Gegner sich auch nicht drauf einstellen kann. Weil Chaby wird auch noch in ein Loch fallen, der ist neu in der Bundesliga. Hugo Larsson werden wir auch irgendwann mal draußen lassen müssen, damit der halt auch nicht völlig übersteuert in den ganzen Spielen. Verletzungen können auch mal passieren. So, und bei Mario Götze ist eigentlich mein Point, dass er dann nicht Knauf oder Chaby ersetzt, sondern dass er vielleicht derjenige ist, der mal Larsson ersetzt. Dass man halt einfach sagt, okay, Götze kommt aus dieser Halbzehnerposition raus und spielt halt einfach mal ein bisschen seinem Alter entsprechend dann die Position dahinter, wo er nicht auf die Außen ausweichen muss. Position des Grand Seigneur. Ja, so wie, ich meine, es gab ja viele, viele Beispiele im Fußball, wo quasi dann Spieler mit mehr Erfahrung einfach ein bisschen zurückgegangen sind auf die 6er, 8er Position, dass er das Spiel vielleicht von da steuern kann. Deswegen ist für mich Götze absolut noch ein Starter, aber trotzdem glaube ich, dass wir sehr froh sind, dass wir diese Möglichkeiten haben. Du kannst mir in manchen Mannschaftsteilen. Auf jeden Fall. Du kannst mir ruhig sagen, wenn du Götze als neuen Libero etablieren willst. Ja? Ich hab so ein bisschen das Gefühl, jetzt, da kommt der Lothar-Libero wieder raus. Ja? Ja, da merkt man, doch, dass wir alle keine 20 mehr sind. Offensiver Libero. Ja, ich würde das alles nehmen, aber du hast vollkommen recht. Es ist gut, dass wir diese Möglichkeiten haben, um zu variieren. Und jeder wird gebraucht. Und wenn wir jetzt uns auf die Tabelle gucken, dann müssen wir feststellen, ne, dieses Gefühl, dass wir noch nicht ganz genau wissen, wo es hingeht, das verfestigt sich gerade nicht. Weil wir sind jetzt auf der 7, wir haben eine ordentliche Punktzahl nach ganz oben, also 4, ist schon ein bisschen Abstand, aber genauso dieser Abstand ist aber auch zu Platz 10, wo du merkst, vielleicht ist es dieses Arrangement zwischen 5 und 7, auf dem wir am Ende der Saison vielleicht landen könnten, wäre total in Ordnung. Ja. Aber wir haben ja nicht nur die Bundesliga, liebe Leute, sondern wir haben auch den Europacup bzw. die Conference League. Und da geht es am Donnerstag schon wieder weiter. Ich hab richtig Bock, weil ich es endlich mal wieder ins Stadion schaffe. Es wird Zeit. Ja. 21 Uhr, beste Stimmung mit Sicherheit. Es geht richtig rund, aber da müssen wir gewinnen. Na, nach der Niederlage in Saloniki. Wenn wir nicht gewinnen, dann ist das halt so. Ne? Ich werde traurig, aber dann ist es halt so. Das ist nun mal so. Ich weiß, wo wir sind, aber ja. Ich denke schon, dass wir den Schwung jetzt mitnehmen können. Ja. Also auf jeden Fall nach Hoffenheim und Heidenheim, weil das ja auch so ein bisschen, weil gerade nach... Attraktive Woche auch für die Eintracht gewesen. Heidenheim, mies. Und jetzt Saloniki. Die Haarwoche. Wer hätte das gedacht vor Jahren? Die drei Haarwochen. Nee, also das denke ich schon, dass wir jetzt auf jeden Fall diesen Schwung einfach mitnehmen müssen. Und das wird es auch können, ja. Weil viele haben dann gesagt nach Heidenheim, naja, jetzt komm, jetzt spiel das jetzt nicht so hoch, das war nur Heidenheim. Ey, ganz ehrlich, die haben die Woche davor, Union, gerade der Freistoß, haben die auseinandergenommen. Und wir haben die wirklich, wirklich gut bespielt. Und jetzt in Hoffenheim war das einfach nochmal ein Level mehr, was wir gezeigt haben. Und diesen Schwung müssen wir jetzt einfach für Donnerstag mitnehmen. Du sagst es ja vollkommen richtig. Also Hoffenheim ist ja auch eine Mannschaft, die sich ja wieder in der Bundesliga gefangen hat. Und Matarazzo ist es tatsächlich ja so, dass das eine gute Mannschaft ist, aber die wir optimal bespielt haben an dem Tag, die kaum Akzente setzen konnten. Und das ist nicht nur, weil sie irgendwie schwach waren, sondern weil die Eintracht gut war. Genau. Und der Defensive unfassbar geordnet gespielt hat. Wir haben wenig zugelassen. Dann war die wenigen Sachen, da war Gral am Start. Und Gral ist auch derjenige, der gegen Helsinki wahrscheinlich im Tor steht. Basti, wie ist die Ausgangslage? Was ist dein Gefühl? Weil da muss dieser Dreier auf jeden Fall her, damit wir den Anschluss nicht verlieren. Weil sicher kommt nur Platz 1 weiter. Und bei Platz 2 ist es, glaube ich, so, da müssen wir aufpassen, ob das klappt. Ich glaube, da müssen wir wieder in der Zwischenrunde. Ne? Ja, und ich glaube auch, dass die Eintracht dieses Spiel gewinnen muss, wenn sie ernsthaft Bock hat, weiterzukommen. Mhm. Also die Eintracht hat losglücklich gehabt, meiner Meinung nach. Du hast jetzt unglücklich da verloren, das kann immer passieren. Das war der stärkste Gegner und auswärts. Also das ist das Spiel, wo du sagst, da kannst du eine Niederlage einplanen. Gleichzeitig musst du halt aber auch dann einen Sieg gegen Helsinki einplanen. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist. Ich würde das auch nicht als Rotationsspiel nehmen, wie ich das von vielen schon gehört habe. Mhm. Dass man sagt, ja, jetzt kann man mal irgendwie noch mal ein bisschen durchwechseln, weil die Doppelbelastung da ist. Sondern ich würde dieses Spiel sehr, sehr ernst nehmen. Also ich würde auch nicht denken, oh, dann müssen wir gegen Dortmund alles zeigen, sondern dieses Spiel darf nicht irgendwie hinten runterfallen. Ansonsten gerätst du nämlich in dieser Gruppe unter Druck. Ja. So, weil du hast meiner Meinung nach jetzt das einfachste Heimspiel. Das musst du einfach souverän gewinnen, um auch in diesem Flow zu bleiben, diese Selbstverständlichkeit entwickeln zu lassen. Sodass du denkst, ja, wir können es auf diese Art und Weise lösen. Wir können es spielerisch lösen und wenn wir kalt sind, dann können wir die Gegner auch hinten weg verteidigen und vorne halt Nadelstiche setzen und dann dadurch die Spiele gewinnen. Weil wenn du jetzt wieder anfängst, irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, zu rotieren und dann wieder in Schwierigkeiten gerätst. Die Eintracht muss in diesem Flow jetzt auch bleiben. So, ich muss in diesem Flow bleiben und ich glaube trotzdem,
ich will es nicht relativieren, aber trotzdem war Hoffenheim an dem Tag nicht gut und es war nur Heidenheim. Man muss jetzt halt gucken, wie sich das über Wochen zeigen kann. Also ich glaube, dass die wirklichen Stichproben kommen jetzt und das ist eine. Das wird ein Gegner sein, der stellt sich hinten rein. Das wird an einem Donnerstag sein, nachdem du am Wochenende schon gespielt hast. Du hast danach Dortmund vor der Brust. Also hier kann sich quasi zeigen, wie gut funktioniert dieses System im Alltag, wenn vielleicht an dem Tag nicht alles funktioniert. Du hast vollkommen recht. Trotzdem hast du ja auch den Flow angesprochen. Der Flow, der war ja in der spielerischen Leichtigkeit zu sehen, was davor in vielen Spielen nicht der Fall war. Ne? Und genau diesen Flow beizubehalten, ist es natürlich gut, nicht zu wechseln. Ich denke aber, dass ich das dann noch weiter etablieren kann. Ich bin vollkommen bei dir, dass du nicht rotieren solltest. Ne? Du hast Man natürlich kann ja rotieren, aber vielleicht nicht gleich fünf Spieler. Ja, ich würde wirklich ehrlich gesagt minimal, ganz ehrlich, wir kommen aus einer Länderspielpause. Da hat auch nicht jeder. Die Saison ist jung. Genau. Ist jetzt nicht so, dass jetzt 33 Spieltag und wir schon 80 Spiele in den Knochen haben, sondern. Und die Eigenmotivation ein paar Tage danach, am Sonntag gegen den BVB, ist eh da. Weil gegen den BVB, Heimspieler, weiß auch eh jeder, das sind besondere Spiele. Nein. Da kann alles passieren. Lasst mal ein Like da für das Spiel, wenn ihr dann am Start seid. Ja, ja. Ein Like für das Spiel. Ja, endlich wieder Bundesligaspiele nach Heidenheim und Hoffenheim. Naja, es ist doch, guck mal, es ist doch auch wirklich, BVB ist ja, einer der unberechenbarsten Spiele, die der Eintracht immer hat. Ne? Wir erinnern uns an herausragendes 2:2, an spielerische Kombinationen, die wir sonst in der Saison nie gesehen haben. Also insofern, das ist ein Selbstläufer, glaube ich. Aber das wichtige Ding ist halt jetzt erstmal Helsinki und das erstmal hinzubekommen. Hast du so, aber wir reden ja über eine milde Rotation, würde ich jetzt hier behaupten, weil er sagt, 1-2 Spieler. Könntest du dir vorstellen, wer dann vielleicht irgendwie mal reinkäme, der vielleicht noch nicht ganz so viel Luft schnuppern konnte? Schnappern? Naja. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich würde es auch, wie Basti sagt, ich würde sogar fast mit derselben F auflaufen. Ja? Wenn nicht, ja, natürlich. Ich auf gar keinen Fall, Leute. Nee? Auf gar keinen Fall. Ich würde es machen. Ganz ehrlich, dieses Spiel war geil. Aber das waren trotzdem wieder 5 Verteidiger und es war kein Mittelstürmer. Und ich warte, dass sie einfach zu Hause gegen Helsinki offensiver, ja. Nein, ich meine defensiver. Ja, wir spielen zu Hause und wir spielen gegen Helsinki. Wir spielen nicht auswärts und wir spielen vorher schon so, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Ich erwarte, dass vorne wieder Mittelstürmer drin ist mit Ngankam oder Ferry. Dann die Namen auf den Tisch. So, dann will ich Ngankam vorne drin haben und der Mamouche entlastet, weil ich glaube, dass wir mehr Situationen haben werden, wo wir quasi uns den Ball hin und her schieben müssen, weil die hinten drin stehen. Und dann will ich auf den Außen links will ich Nkunku sehen und rechts Ebimbo oder Knauf. Weil die trotzdem mehr Power entwickeln können. Ich finde, Buta hat das super gemacht, dieses Spiel. Den kannst du drin lassen, aber ich finde zum Beispiel Philipp Max findet für mich offensiv zu wenig statt, was auch völlig okay ist. So, weil er hat diesmal Knauf vor sich gehabt, das haben die gut gemacht im Wechsel. Aber ich finde, für ein Heimspiel kannst du es auch riskieren, mit dem Nkunku zu spielen, der vielleicht ein bisschen mehr Offensive mit reinbringt. Weil es ist, wie gesagt, es ist kein Auswärtsspiel, es ist zu Hause gegen Helsinki. Da erwarte ich eine mutige Aufstellung. So, Basti, das heißt, also du würdest auf jeden Fall einen Ngankam reinsetzen? Oder Ferry. Einfach einen bulligen Mittelstürmer, der quasi, wie es gegen Heidenheim war, einfach Räume schafft für die Leute, die außen rumspielen. Okay, alles klar, spannend. Das heißt, wenn ihr einen Ngankam reinhaben wollt, lasst ihr mal ein Like da. Nein, ist doch unfair, was, wenn die Leute nicht Ngankam drin haben. Ja, bei den anderen Kollegen, dann müsst ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr es ja nicht getan habt. Liked aber einfach. Ja, genau. Wir versuchen das jetzt hier so umzusetzen, aber schreibt es mal in die Kommentare. Wir schauen uns alles an, wen ihr da vorne drin haben wollt. Weil ich kann das natürlich nachvollziehen. Ich finde, du hast auch vollkommen recht mit der Situation, dass die Eintracht natürlich mit Sicherheit einen anderen Gegner haben wird. Ja, weil Helsinki wird natürlich das Spiel nicht machen wollen. Die haben da gar keinen Bock drauf. Die wollen sehen, dass im Endeffekt die Eintracht vielleicht daran zerbricht, das nicht machen zu können. Aber wie seht ihr das? Würdest du vielleicht noch jemand anderen da reinsetzen? Hättest du ein Gefühl, dass ein Ngankam auf jeden Fall spielen muss? Oder wer wäre für dich der Breaker? Würdest du vielleicht mal, keine Ahnung, Nacho Ferri am liebsten da sehen? Ja, wie der Basti schon sagt, also ist gar nicht so schlecht, wenn du dann halt mal wirklich einen bulligen Stürmer hast. Also Nacho Ferri ist ja wirklich, ist schon ein Monster, muss man sagen. Und wenn du den halt so ein bisschen vorne reinsetzt, dann kannst du vielleicht auch einen Ngankam, also mit ihm zusammen und später dann vielleicht auch einen Mamouche noch mal rein, einfach um ein bisschen zu entlasten, die Jungs wieder raus, weil du hast dann wieder BVB vor der Brust. Ja. Von daher ein bisschen Rotation würde ich auch machen, aber ich würde halt auch nicht übertreiben. Also deswegen nicht, dass wir dieses Konstrukt, was wir uns da jetzt so langsam aufgebaut haben, dann wieder kaputt machen. Und ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass dann gegen BVB dann auch ein Götze wieder gesetzt ist. Ja. Also ich hoffe es natürlich. Ja, ich hoffe auch. Es ist allein die Motivation, ne, dass du spielst gegen deinen BVB früher. Und ich glaube schon, dass Götze da einfach auch den Anspruch für sich hat, ey, da muss ich dabei sein, das will ich zusammen mit der Mannschaft jetzt reißen gegen den BVB. Und von daher wäre es gar nicht so schlecht, wenn du dann Götze langsam auch wieder ranführst, am Donnerstag dann auch schon mal reinsetzt, um ein paar Minuten ihm zu geben, dass er dann wirklich fit ist oder dann wieder im Mannschaftskonstrukt ist dann fürs BVB-Spiel. Das wäre eine geile Sache, du hast vollkommen richtig angesprochen, Götze mit der Extra-Motivation dann später gegen den BVB. Ich bin gespannt, ob die Eintracht es schafft, mir diese Eintracht-Urangst, die ich jetzt schon gegen
gegen Hoffenheim nicht gespürt habe, als 3-1 stand, ich gedacht habe, okay, es sieht echt so aus, als würde es so weiterlaufen. Weil wir sind es ja gewohnt, ne? Wie wir das als Menschen kennen, dass wir irgendwie uns manchmal in Sicherheit bringen, wenn irgendwas unklar ist. Ja? Genauso ist es als Eintracht-Fan, hast du die Urangst, dass wenn du in Führung gehst, dass du automatisch dann irgendwie wieder noch... irgendwas kommt noch. Irgendwas passiert noch. Ich meine, guckt euch das wilde Spiel am Samstagabend an. Ja, Grüße an die Düsseldorfer, ja, in der zweiten Liga. Das Topspiel haben die auch, haben sich auch anders ausgedacht. 4-3, glaube ich. 4-3 dann im Endeffekt. Also das wilde Spiel passiert. Wenn das bei der Eintracht dann nicht passiert, hoffe ich sehr, dass das gut laufen kann. Wenn es positiv ausgeht, gibt es doch nichts Schöneres. Genau, aber du bist ja sehr moderat und hast gesagt, ja, wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Trotzdem bin Nein, ich von dir ich jetzt sehe das aus meiner Sicht. Ja, ja. Natürlich, wie der Basti sagt, aus Eintracht-Sicht müssen die alles reinhauen. Ja. So, ich sehe das aus meiner Sicht. Mhm. So, ich bin da, ich bin immer da und nicht, dass es mir egal wäre, was sportlich mit der Eintracht passiert, um Gottes Willen. Ne? Aber wir haben es ja auch schon immer öfter gehört, so, ich gehe ins Stadion unter anderem wegen der Eintracht. Ja, klar. Ne? Aber wir treffen uns so und die Eintracht ist natürlich das Hauptding. Aber auch das Singen gehört dazu, auch das Spaß haben gehört dazu. Auch das Gemeinschaftliche. Ne? Das Gemeinschaftliche gehört dazu. Und natürlich geht es sportlich, bin ich lieber da, wenn die Eintracht oben ist. Macht natürlich aber wir haben auch alle die zweite Liga mitgemacht. So sieht es nämlich aus. Weißt, was aber denen sollte allen klar sein, was hier für Europanächte waren. Und, weil da ist einfach natürlich eine neue Mannschaft auf dem Rasen. Und ich bin mir auch 100% sicher, dass ein Dino Topmöller oder halt auch jetzt aus dem Eintracht-Gefüge ein Chandler, ja, der den einfach immer wieder sagt, ey Leute, wisst ihr eigentlich, wie geil das hier ist? Wisst ihr, wie geil das hier werden kann, was wir hier erlebt haben? Ich meine, die Bilder haben die Jungs bestimmt direkt, als sie unterschrieben haben, das Erste, was sie bekommen haben, wahrscheinlich ein Video aus den Europanächten, ja, und dann halt mit dem Sieg. Und von daher glaube ich schon, dass jetzt einfach der Anspruch da ist, wie Basti einfach sagt, dass die Jungs jetzt siegen wollen, siegen müssen und einfach mal souverän und nicht dieses Geklicker, ja, irgendwie 1-0 und das dann verteidigen, sondern wirklich mal sagen, ey, wir hauen hier Helsinki, es hört sich jetzt hart an, wir hauen die mal 3-0. Ja, aber das ist die nächste Entwicklungsstufe, die du machen musst. Dass du nicht überrascht bist nach so einem Spiel und denkst, oh krass, wie gut es heute funktioniert hat, sondern dass das selbstverständlich ist. Dass du sagst, wir sind mittlerweile in einem Zustand, wo wir sagen können, wir können einfach ganz normal moderat und abmoderierend dieses Spiel gewinnen und genau diese Nächte auch wertschätzen. Weil am Ende ist es nämlich so, keine Selbstverständlichkeit, dass ein Verein wie Eintracht Frankfurt international spielt. Das ist es. Und wenn auch jetzt vielleicht für den einen oder anderen sich so anfühlt, als wenn es nur Conference League ist. Leute, das ist Europapokal, das ist Frankfurt. Ja, das genau so. War eine Zeit lang alles andere als selbstverständlich. Das Ding ist wieder ausverkauft, jeder hat Bock. So, so ja. Und das, genau so muss sich das an dem Abend anfühlen, für die Mannschaft, für die Fans, für alle möglichen Leute, die damit zu tun haben. Weil du dann am Ende eine gute Ausgangslage in dieser Gruppe hast, dann hast du wieder geile Auswärtsfahrten. Richtig. Fährst, dann fliegst du nach Helsinki, dann irgendwann Ende Dezember nach Schottland. Und dann kannst du weiterkommen. Freue ich mich drauf. So, und du kannst du weiterkommen in diesem Wettbewerb. Und wie gesagt, ich warne davor zu denken, oh, Dortmund kommt. Nee, also das, für mich ist Helsinki fast das wichtigere Spiel. Ja. Dann, wenn das so ist, kann ich absolut nachvollziehen, jetzt eure Tipps. Spiel gegen Helsinki, wie geht's aus? 2-0. 3-1. Ich habe auch genau so ein abmoderierendes 2-0 im Kopf. Ich will ganz genau. Ich sage ein 3-0. Für mich gibt es ein 3-0, für ihn gibt es ein 2-0. Liebe Leute, schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao, ciao. Ciao. So, Freunde der Sonne, das Spiel gegen Hoffenheim wurde besprochen. Die Eintracht 3-1, das war richtig gut. Wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, habe ich hier die Highlights für euch von uns kommentiert. Schaut euch die Highlights nochmal an, die wunderbaren Tore, die Eintracht geschossen hat. Mahmoud, Knauf, Skiri. Sehr, sehr schön. Aber, liebe Leute, wir hatten ja heute Gäste, die Assis mit Herz. Und wenn ihr da mal reinhören wollt, was die da alles so Tolles singen, dann klickt euch hier oben mal rein. Hier oben ist es am Start, das neueste Album. Nicht nur das neueste Album, sondern das neueste Lied. Klickt mal rein und hört und lauscht mit, singt und lernt es auswendig. Bam, bam.